Ja, lass uns lieber hier was Qualitatives gucken, Alter. Lass uns krass Klassenfahrt gucken, Digga. Das ist Qualitätsscheiße, Mann. Das ist gute Shit. Er ruft mich hier an, Walla. Oh Mann, ey, das muss die ganze Klasse sehen. Ich schicke das in die Klassengruppe. Okay, normalerweise. Warte, haben wir das nicht gestern geguckt? Oder habe ich. Nee, das kam eben erst raus, hä? 1000. Das haben wir ja alles schon gesehen. Intro skippen wir diesmal auch. Auch wenn ich es geil finde. Perfekt. Ja, krass, Klasse war natürlich nicht mehr gut, Alter. Mein einer Gast hat wieder alles gesprengt, Mann. Ich sag's ehrlich. Perfekt, wir starten in die Folge mit einer Szene, wo sich einer einen runterholt. Es kann kaum besser werden, es kann nichts Besseres geben. Komm schon, geh hoch. Na komm schon. Warte mal, ist das... Ah, oh mein Gott, Digga, oh mein Gott, ich dachte gerade, das wäre Denise gewesen, seine Ex-Freundin. Digga, das wäre ja mal anders unangenehm, aber auch anders funny gewesen, aber auch anders unangenehm, Digga. Fuck, Mann, ich dachte gerade wirklich, das wäre seine Ex gewesen, Junge. Da an der Stelle, aber ja, das ist Tesla, Digga, diese Schauspielerin, die da... Bruder, da war ich aber jetzt mal ganz kurz doppel lost, Alter. Komm schon. Nein, ja. Was machst du? Ich wichse. Okay. Du musst versprechen, dass du es niemandem sagst, okay? Okay. Ich versuche, indem ich einfach nur ein Bild von Tesla anschaue, einen hochzubekommen. Wegen gestern Abend, da lief's ja nicht so. Okay. Auf zu lachen. Ich, keine Ahnung. 12 von 10, Schauspielkunst. Oh Mann. Und du hast Erfolg damit. Ja, ich hatte schon 105 Platten in Folge. Arbeite gerade an der 106. Das ist doch... Okay. Wie läuft's eigentlich so bei dir und Fly? Ich glaube, er erwidert meine Gefühle nicht. Ja, reden wir nicht drüber an der Stelle. Schade. Voll doof. Ja. Warum ich eigentlich hergekommen bin, auf dem Hof warten zwei Jungs für dich. Zwei Jungs? Ah ja. Scheiße. Okay. Okay. Ist dieser Pfarrer wieder weg oder ist der noch da? Dieser Pedo-Pfarrer. Das Rätsel hat mich krank gefordert, muss ich sagen. Gerade Zeiten von Corona ist Gehirnjogging gut. Ich frag mich immer eine Sache. Tatsächlich, sind die angewiesen, so verschiedenste Klamotten anzuziehen oder dürfen die alles anziehen? Der ist weg, ja. Okay. Und hast du es dir überlegt? Ja, ich mach das. Ja. Für ein Düsi, ein Küsschen ist in Ordnung, oder? Auch gerade in Zeiten von Corona kann man mal für einen 1000er Kussi geben. Aber du sollst wissen, ich habe gar keine Gefühle für dich und ja, Olivia und ich, wir sind befreundet. Und deswegen ist es alles nur, ich brauch das Geld. Deswegen ist es nur fürs Objektiv, wirklich. Also das sollst du wissen, so, ja? Chill, es ist nur ein Kuss, wirklich. Ja, nur das weiß dich, Olivia und ich easy. Sind befreundet und deswegen. Aber ja, nicht gesagt, ist wohin. Wirklich, okay. Alles gut. Okay, dann küssen wir uns jetzt. Okay. Hoffentlich zieht er jetzt Hose runter. Auf unangenehm. Macht er schon wieder da. Hat einen Schwanzbild von sich gemacht. Digga, diese Klasse ist wirklich echt schwer erziehbar, Mann. Da muss wirklich eine DNA-Maßnahme her irgendwie. Die gehören alle mal irgendwie zusammen weggesperrt, Mann. Was? Was, Mann? Ich hab Angst. Wovor hast du Angst? Ich schwöre, dieses Outfit, Digga, ist das typische, ich hau dem Club auf die Fresse Outfit. Dieses weiße Shirt, diese Lederjacke. So sehen die Leute aus, die ganz knapp nur reinkommen und dann innen drin im Club aggressiv werden. Das sind genau die Leute, die trinken so einen Schluck aus einer Flasche, die nicht von denen ist, sondern so von entfernten Freunden. Wisst ihr, was ich meine? Wo so Feuerwerk und so drauf ist. Und dann hauen die dir aufs Maul. Genau dieses Outfit hat er hier gerade an. Du weißt schon. Nein. Ey, du musst einfach chillen, ist mir scheißegal auch eigentlich. Stanley, ich glaube, wir können nicht mehr befreundet sein. Ja, Mann, gib ihm. Du dachtest, wir waren befreundet. Du bist ein Angestellter von mir. Du bist ein Bediensteter. Verstanden? Boah, ich fände es so geil, wenn er mir jetzt richtig in die Fresse schlägt. Das wäre mal ein Plot-Twist, Alter. Wenn er ihn aber so richtig auf Gore-mäßig so die komplette Nase zusammenprümmert. Ja, tut mir leid. Ja, sollte dir auch leid tun. Und jetzt gehst du zu mir ins Zimmer. Denn ich werde gleich von Fatima meinen Lachs buttern lassen und... Beim Zuschauen wirst du eine Menge lernen können, für dein späteres Leben auch. Ich kann das, du, der kann doch nicht beim Ficken den Lachs buttern, Digga. Ich bin hier raus. Ich dachte, du magst keinen Fisch oder Lachs. Wie blöd bist du? Ich leg sie gleich flach, ich werde sie nageln. Kannst zugucken, damit du ein bisschen was lernst für dein Leben, Mann. Alter, wichs doch mal dabei. Junge, so dumm, Junge. Da
Da muss Bernd Wolter auf jeden Fall mal therapieren bei den Jungs hier. Ah, nice, da stehen meine Zuschauer vor der Tür. Einfach Gamers Time. Was macht ihr denn hier? Mama hat uns. Da hier einfach Gamers Time. Ich hab gesagt, sie hat heute keine Zeit. Und du musst dich jetzt um uns kümmern. Nein, das ist doch. Oh, Leute, das wenn Bruder? Euch jemand zieht, ja? Ey, ey, ey. Ich bin der Coolste in der Klasse. Ja, und ihr werdet mich mega blamieren. Komm mal wieder klar. Wir stehen jetzt hier den ganzen Tag. Und abends werden wir schon wieder abgeholt. Ey, Timmy, gibt's da eigentlich ein paar nice Chicks? Bro, die Brüder anders gut drauf. Chicks? Hey, Timmy. Wer sind denn die zwei? Das sind meine Söhne, Paul und Peter. Das sind meine Brüder. Ah, hi, ja. Hortensia. Hi. Hallo. Hat vielleicht einer von euch Lust, reinzukommen, was zu lesen oder so? Ja, das mache ich gerne. Ja, cool. Gib direkt Hand, Alter. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt werden mich alle für einen Mega-Loser halten, weil ich hier mit meinen Brüdern abhänge. Du bist doch schon so ein Loser. Wie bitte? Egal. Habt ihr auch harten Alk oder wird der Tag voll langweilig? Alles klar. Die Frage ist an der Stelle, ob das improvisiert oder gespielt ist. Man weiß es nicht. Vielleicht will der Bruder hier wirklich saufen, Digga. Die machen auf dieser Klassenfahrt gar nichts. Sitzen die ganze Zeit nur in den Zimmern rum und verblöden. Ist ja klar, dass da alles runter und rüber geht. Ralf reicht's, Alter. Ey, Bro, was ist eigentlich mit dem Plan? Denkst hier mit Stanley? Was da? Was da? Ich bin mir im Moment nicht so ganz sicher. Also, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr auf ihn. Mhm. Und ich weiß auch im Moment nicht, was ich für Gefühle habe. Fahr doch einfach nach Hause. Mich schon, du bist so erinnert. Aber ja, gut so, also besser so. Und mein Gabisch habe ich da noch gar nicht erzählt. Ich habe letztens mit Jojo rumgemacht. Nein, hast du nicht. Walla. Ey, Alter, ich hab über das Problem. Was denn? Mir ist einfach ein Rohr gebrochen. Scheiße. What the fuck, ist euch sowas schon mal passiert? Nein. Ich hab eine riesige Pfütze bei mir. Ich brauch irgendwas zum Aufwischen. Habt ihr irgendwas, womit ich irgendwie aufwischen kann? Also wir haben Toilettenpapier. Ey, nein, Toilettenpapier sind eine Währung, verdammte Scheiße, Bro. Wisch damit ich den Boden, du Penner, das ist wertvoll. Das kannst du nicht. Nein, Alter, das ist viel zu wenig. Viel zu wertvoll, meinst du wohl? So eine riesen Pfütze, wirklich. Ja, mein Mob. Safe hat die einfach einen Mob neben dem Bett, natürlich, ganz klar. Direkt zur Porno 2014. Ja. Nee, echt. Was ist dann? Ich glaube, mit deinem Oberteil wird es bestimmt gehen. Alles klar, Digga. Nimm doch direkt das Gesicht von der Alten, drück sie runter und dann hast du den Hintern in der Luft. Perfekt, Junge. An der Stelle Shoutout an den Vergewaltiger hier. Ja, nee, ist ein kranker Move. Ist ein kranker Move, du. Ist ein kranker Move. Soll ich es hier oder bei dir ausziehen? Ist das weird, Junge? Hi Georg. Ach, hallo Georg. Was machst du? Alles Roger bei dir? Alles super, ja. Und bei dir? Bei mir auch. Alles Roger, Junge. Ab dafür. Soll ich sagen, was los ist? Ja, gerne. Ich werde bald meine erste richtige Beziehung haben mit Fatima. Oh, das freut mich. Aber Jojo, wir müssen uns ganz schnell verstecken. Oder am besten du gehst gerade einfach kurz. Ich mag verstecken. Ich kann mich verstecken. Jojo, wie viel Uhr ist es? Hast du? Ach so, na klar. Oh nein, ich kann's nicht lesen. Schau du mal, Georg. Ich verstecke. Oh, sie kommen gleich. Hier. Oh nein. Ist ja Rhino Shield, oder? Wie ist gefallen. Rhino Shield? Jojo? Ja? Wie geht's der Uhr? Ja, mega gut. Die ist noch heil. Oh. Gibt's dafür jetzt auch Rhino Shield Apple Watch Dinger, Digga? Das ist nicht deine, das ist nicht der... Wahnsinn. Ich muss mich verstecken. Ja. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Also wenn Stanley erfährt, dass ich Jojo habe zugucken lassen, dann wird er bestimmt richtig sauer. Und am Ende versucht der Frau Bra wieder davon zu überzeugen, dass wir keinen Gemüsegarten brauchen. Das hat er letztes Jahr auch schon. Mhm. Und verdammte Axt. Und findet ihr das wäre ein gutes Versteck? Sieht man mich noch? Wollen wir ausmachen oder? Vobra. Checken an Hintern, Vobra. Aber ich krieg sicher meine 1000 Euro, oder? Safe, natürlich. Bitcoin geht auch. Ja, sonst mach ich nicht. Auf jeden ich Fall. Ich muss sie bekommen. 100%, wirklich. Okay, du bist. Vobra wieder auf anders weird unterwegs am Hintergrund. Bist du sicher? Mach dir keine Sorgen. Ja, okay.
So, reicht jetzt. Krieg ich meine 1000 Euro? Ja. Moment mal, Digga. Ich glaube, für 1000 Euro jetzt wird deutlich mehr bekommen als so ein Kuss, wenn ich ehrlich bin. Warte, ich hole sie kurz raus. So, das müsste... Hallo? Was ist hier los? 1000 Euro, damit Frau Brahn nichts erzählt. Was ist das für Geld? Nein, was ist das jetzt eigentlich meine? Das sind... Nein, ich habe nicht 1000 Euro für einen Kuss bezahlt. Ja. Also. Das kann doch nicht sein, das grenzt an Prostitution. Ja, das ist nicht euer Ernst. Digga, was soll denn das? Frau Ostermann hat wenigstens doch vor der Webcam gewichst, Alter. Frau Bra, ich bitte Sie. Spannen Sie sich mal ein bisschen, ja? Mach mal locker jetzt hier. Das ist nicht euer Ernst. Es wird wirklich starke Konsequenzen für euch beide geben. Starke Konsequenzen? Wirklich, ich bin... Nein, das kann... Das kann nicht sein. Das kann wirklich nicht sein. Die zieht das Geld einfach ab, gibt sich damit erstmal schön 20 Bongrips kaufen, Alter, und zieht sich jetzt erstmal komplett die Blubberbong durch. Wie kriege ich jetzt mein Geld? Jetzt ist sie damit weggegangen. Ja, dann müsste sie wohl umbringen. So scheiße. Frau Bra hat jetzt meine 1000 Euro und ich habe extra Fly dafür geküsst, was ich ja sowieso nicht wollte. Und dann noch mit Olivia. Es macht mich einfach so, so sauer und ich will nur noch meine 1000 Euro zurück. Das Ding ist, diesem Typen kann es ja komplett egal sein. Der hat ja, was er bekommt, der, was er wollte. Hä? What the fuck? Jetzt mal serious for real? Ist Frau Bra- jetzt mal, what the fuck, jetzt mal serious for real, the fuck, bruv, what the fuck, holy fucking shit. War gerade wirklich mit meinem Geld weggelaufen? Bekomme ich das wieder? Hallo? Kann ich nicht einmal noch so eine Staffel mitspielen, so als lehrermäßig? Als lehrermäßig? Aber das Ding ist, nee, man kann, nee, doch, ich würde es sogar machen. Ich würde so als Vertretungslehrer mitspielen. So als der Vertretungslehrer, der so mit der Lehrerin dann, wisst ihr, was ich meine? Das würde ich machen. Als Lehrer wäre schon cool. Das würde ich machen. Da kann ich aber nicht auf die Schüler zugehen. Das ist guter Schutz auch, das ist ganz gut, ja. Okay. Und dann bleibt ihr erstmal, bis ich euch irgendwas anderes sage, okay? Wobei das hier in der Serie eh egal ist, wer mit wem hier bumst, hier ist alles egal, Leute. Gibt dir keine Regeln. Zu wild. Oh, fuck. Loser. Jo, sag mal, hast du eine Zigarette für mich? Wie alt seid ihr denn? Ich kann euch keine Kippe geben. Ihr seht viel zu jung aus. Kann ich nicht verantworten, sorry. An deiner Stelle? Würde ich lieber machen, was wir sagen. Ich kauf's Gamers Time komplett ab. Alter. Gib dem Jungen eine Kippe schnell, der ist auf Nikotinentzug, der zieht dir den Schädel kaputt. Wieso hat der 1000 Euro bei der Klassenfahrt dabei? Entweder wollte er damit Drogen kaufen oder sich einen Blowjob holen. Jetzt hat er dafür einen Kuss bekommen, ist auch nicht schlecht, oder? Psst, was? Psst. Oh damn, sind die gut versteckt. Schwierigste Outfit aller Zeiten. Ganz kurz, ich glaube, der Junge hat gelogen. Hier ist gar kein Rohrbruch, vielleicht in seiner Nähe. Mal kurz. Ist nicht voll komisch, dass die ganzen Kameras hier sind? Nein, ich mach das immer. Die filmen nur, die sagen ja nichts. Okay? Gut, Leute, an der Stelle bin ich dann auch schon wieder verstört für mein Leben. Ich würde sagen, es reicht dann auch jetzt komplett mit dieser Staffelklass-Klassenfahrt. Schauen wir mal, was uns in der nächsten Folge erwartet. Schlimmer kann es ja wohl kaum werden, oder? Hattest du vielleicht schon mal was mit einem Mädchen? Perfekt, ich habe nichts gesagt. Krass. Perfekt, ich habe nichts gesagt. Was ist das? Das ist eine Zahnbürste, leg das wieder hin. Was? Leute, ganz ehrlich, Mann, also wirklich, da muss man einfach als Schreiberling des Ganzen, man muss ein krankes Genie dafür sein. Man muss ein krankes Genie dafür sein, um sowas auf die Beine zu stellen. Muss ich ganz ehrlich sagen, Mann, ich find's crazy. Also das ist wirklich einfach nur hohe Kunst. Das ist eine ganz, ganz hohe Kunst, Leute, die anders stark ist. Also bin ich, stehe ich vollkommen hinter, Mann. Ist krass gemacht, wirklich, ist geisteskrank. Also da bin ich auf jeden Fall, genau, ein wenig verwirrt.